The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Damit willkommen zurück hier bei Drogen. Ja, ich hatte hier letztes Jahr hier die Geschichte, wir hatten uns ja dieses Bild angeguckt. Ich hatte auf Partner den Fokus gelegt und hatte mich gewundert, warum dann bei 1897 der gleiche Text nochmal kam. Ich hatte den Fokus nicht richtig, nicht drauf. Ne? Deswegen, ich musste das Spiel sowieso bis hierhin nochmal komplett neu spielen. Also ich bin quasi da wieder eingestiegen, wo wir ins Haus gekommen sind. So ungefähr an der Stelle. Man kann hier leider nicht frei speichern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich mag solche Spiele eigentlich gar nicht, wenn man so nicht frei speichern kann und da irgendwelche zum Beispiel vorgegebenen Speicherpunkte sind, so wie hier. Aber okay, da muss man jetzt mit leben. Ich meine, gut, auf der einen Seite habe ich jetzt durch das neu, also nochmal durchspielen bis zu dieser Stelle das mit dem Brief dann nochmal gemacht. Er hat im Prinzip das gemacht, was wir im ersten Durchgang auch schon gemacht haben. Kurz vorgelesen, was da drin steht. Hat dann halt dann gesagt, dass er diesen Brief halt hier diesen Leuten geschickt hat und so weiter und so fort. Und dann sind wir ja die Punkte durchgegangen. Also wir haben da jetzt nicht wirklich was verloren oder so. Hier, das hatten wir uns noch nicht angesehen. Die Geschichten, das wollten wir noch durchlesen. So. Oha. Wir fangen mal mit dem Mai 1902 an. Ich glaube, das macht Sinn. Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. That must have put a damper on their relationship. Könnte man von ausgehen. Wie sieht's hier mit dem Juli aus? Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. Oh. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? 19. He might be the boy in the photograph. Yep. Operations were suspended after the accident. Ja, ich glaube auch, das wird der junge Mann da auf dem Bild gewesen sein, der dritte da im Bunde. Oh Mann. 19, halbes Kind. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Dunkle Familiengeheimnisse, irgendwie sowas. Also die beiden Brüder dürften sich nicht unbedingt freundlich begegnen nach der Geschichte. Und ja, möglicherweise hat der eine Bruder, der da frühzeitig ausgestiegen ist, schon gesehen, dass da nicht mehr viel zu machen ist mit der Mine und dass das Ganze vielleicht von der Gefahr her nicht so optimal ist. Oder von der Sicherheitslage vielmehr und hat frühzeitig die Reißleine gezogen, während der andere Bruder dann halt meint, irgendwie noch weitermachen zu müssen. Ich weiß, es ist ziemlich dunkel, aber ich finde dieses Bild sehr, 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 sehr stimmungsvoll. Ja, sehr, aber auch heftige Geschichte, ne? Also Sturm und ein Schiff nähert sich da den Klippen und das wird wahrscheinlich nicht gut enden. Davon ausgehen. Okay, weitere Bilder. Regnet das eigentlich im? Es regnet im Haus. Okay. Ja, das Dach ist nicht besonders dicht. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. So, schauen. Wir können in einen Spiegel schauen. Oh, besser nicht. Der junge Herr. Uff, that's a grim sight, old bean. Aber wirklich. Ich erspare uns das mal. I'm exhausted. And soaked to the bone. Ja. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Nun gut, aber die sind irgendwie nicht da. Kann da noch reingehen? Das wäre dann der nächste Raum, den wir uns anschauen können. Ach, da wird gespeichert. Okay. Oh, wait. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me.
It she just bought it looks in like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, I'm... You're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Hieß es nicht, sie wäre hier angeblich nicht angekommen, oder vertue ich mich da gerade? Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not... She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward, really. I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where has everyone gone to? Something's not right, I'm telling you. Teddy? Edward, what's wrong? I... lightheaded, that's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Okay. Der Mann ist nicht ganz gesund. Yes. Erklärt seine häufigen Pausen bei dem Weg nach oben mit dem Koffer. To catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill. Well, what if the fret... I'll keep an eye out. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down. Close your eyes. Breathe deeply. I'm just going to... Shh. Sie passt schon auf ihrem Edward, auf ihren Teddybär. Elizabeth? Is that you? Ich guck auf diesen... Lissy? Lissy, are you here? Guck auf diesen Regen im Ohr, im Haus nicht klar. Ich glaube, es ist ein bisschen nebelig hier drin, kann das sein? Okay, gut, wir haben uns etwas ausgeruht. Lissy ist nicht aufzutreiben. Ach, jetzt kann man hier nicht mehr schauen. Wenn man einmal schaut, ist vorbei. Ja, Bettys Schal. Moment mal, was ist hier? Ja gut, das ist nur ne, hier zum Schneidern entsprechende... Text und einen Schnitt, den man da nehmen könnte. Irgendwie sowas in der Richtung. Where are you? Genau, wir rufen sie mal. Sie antwortet nicht, das ist nicht gut. Hey, who's there? Was war das? Elizabeth! Wait! Where are you? Ja, es ist sehr, sehr seltsam. Nach draußen gucken können wir jetzt auch nicht mehr. Was ist los? So ein bisschen. Es scheint einfach nur nebelig zu sein irgendwie. Aber auf der anderen Seite scheint die Sonne aber auch hier komplett ins... durch die Fenster ins Haus. Unser Brief. Was ist das? Kann es nicht mehr sehen. Es sieht irgendwie noch was etwas verkohlten oder halb verkohlten aus. Hat jemand ein Buch verbrannt oder versucht zu verbrennen? Keine Ahnung. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Are you here, Lissy? Rufen kann ich sie nicht. Are you in here, Lissy? Sehr, sehr seltsam.
er ist hier komplett alleine oder hat er einfach nur einen Albtraum? Komm ich hier nicht hoch? Lissy, are you upstairs? Okay, nach oben können wir nicht. Das heißt, wir können jetzt nur noch raus. Who's out there? Hello? Betty? Lissy? Ja, rufen geht aber anders, junger Mann. Da will ich schon ein bisschen brüllen. Was ist das? Sieht aus wie ein Fußabdruck. Oder so. I'm not alone. Jo. Es scheint wohl so zu sein. Allerdings, Sieht jetzt nicht unbedingt nach einem Fußabdruck von einer Person aus. Was seltsam. Huch, was jetzt? Das Tor ist zu. Na, wundervoll. Wir öffnen. Ja. Das ist aber nicht. Das ist aber nicht Betty. Oder Alice oder wer auch immer. Das war irgendein Vogel. Alice, where are you? Oder sieht für mich noch eine Krähe an oder so? Kann auch ein Rabe sein. Ich bin da nicht so. Was? Wer geht wo? Ich sehe hier überhaupt nichts. Der Mann hat Hallos. Klettern. Dann klettern wir mal da drüber. Bin mir immer noch nicht sicher, ob er wirklich wach ist oder das Ganze jetzt hier träumt oder ob das jetzt hier tatsächlich passiert. Wind. Wieder klettern. Das hat schon so ein bisschen was Albtraumhaftes. Ah. Eine Ziege. Betty, is that you? Are you there, Betty? Was jetzt? Was passiert? Hallo, Hilfe! Ich werde irgendwie weggetragen oder bin ich gestürzt oder rutsche ich nur einfach hier lang oder? Also wirklich. Ich glaube, der Mann ist gestolpert. Und den Abhang runtergerutscht oder den Weg runtergerutscht. Irgendwie sowas. Kann mich nur sehr begrenzt umschauen. Sehr, 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 sehr seltsam. Okay, wir können so ein bisschen rennen. Was ist das? Untersuchen. Lassen doch Reuse sein oder irgendwie sowas in der Richtung, ne, oder? Where's our boat? Lissy. What about the boat? It's gone. The boat? What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but where did you go? Out for a walk. It stopped raining. Did you see Betty? Did I see? What are you talking about? I think Betty. It was Betty. It was her. It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone. I haven't seen a single soul. Are you sure it was her? Yes. Not. I mean, I saw her face and it looked not like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Back to the house. And tomorrow. Tomorrow's another day, Teddy Bear. We'll figure it out. Right now, let's get you cleaned up. Look at you. You've got mud all over yourself. Uh-oh. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Da ist was dran. Okay, kein Albtraum, doch Realität. War nur etwas seltsam, die ganze Situation.
liegt wahrscheinlich auch durch den Nebel und durch dieses Gesicht, was da kurz am Fenster zu sehen war. Ich habe wirklich so aus dem Augenwinkel nur mitbekommen, dass da was war. Tag 2. Aber so wirklich was gesehen hat man da nicht. Zumindest so den Eindruck. Und er hat sich jetzt halt eingebildet, es könnte seine Schwester gewesen sein. Es regnet hier ständig rein. Selbst wenn draußen die Sonne scheint, regnet es in diesem Raum oder in diesem Haus. Was habt ihr da gemacht, liebe Entwickler? Das ist euch nicht aufgefallen? Ach, jetzt kann man wieder Sachen sich angucken. Wir könnten hier den Schal berühren. I will find you again. Okay, er berührt das Foto. Und nicht verkehrt. Ja, gut. Schauen. Wie sehen wir heute aus? Nicht viel besser als gestern. Nein. Irgendwie etwas scary. Es erscheint ja nur so sein Gesicht, weil das andere spiegelt sich nicht. Hier hat sich nichts verändert, das ist schon mal gut. Den Regen hier nicht klar. Draußen ist herrliches Wetter. Hier ist unser Koffer mit allen möglichen Krimskrams. Hauptsächlich natürlich Kleidung, logisch. Okay. Wir gehen mal hier durch das... Ist einfach unbezahlbar. Die ist einfach unbezahlbar. Wir gehen mal hier durch dieses regnende Haus. So, das haben wir uns ja schon alles angeschaut. Am helllichten Tage, im Sonnenlicht, sieht das Ganze hier schon etwas wesentlich freundlicher aus. Ich weiß genau, ich habe es, als ich mir die Probeaufnahme, also beziehungsweise die erste Aufnahme angeguckt habe, von der ersten Folge, da war irgendwie so ein Kringel, den habe ich natürlich nicht. Den habe ich beim ersten Durchgang, ne, also im Spiel habe ich den nicht so richtig wahrgenommen. Nur dann halt in der Aufnahme dann halt gesehen, dass da was war. Jetzt können wir das nicht mehr auswählen. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man so Sachen, nur weil man sie im ersten Durchgang nicht sich angesehen hat, man sie später dann nicht nochmal die Möglichkeit hat, sich das anzusehen. Finde ich etwas unrealistisch. Sagen wir mal so, ne? Das Ding liegt ja da, immer noch. Ja, man könnte sich natürlich, wenn es einen die Neugierde weckt, ne, sich ansehen. Nein, man muss das halt dann machen, wenn die Entwickler das wollen. Okay, ja. Das ist mit, Entschuldigung, wenn ich darauf umreite, aber das mit dem Regen ist doch ein bisschen sehr seltsam. Zumal, wenn draußen das herrlichste Wetter ist. So, okay. Ist das hier der Herr des Hauses? Könnte sein. Dass er sich da halt hat verewigen lassen auf diese Art und Weise. Wie? Erst kann man es lesen, dann kann man es nicht lesen. Verstehe ich nicht. Spielen, ja dann. Gucken wir mal. Drogon Waltz. Oder Drogon Waltz. No. Okay. Man muss das mal angucken. Man kann ihn aber nicht beim Spielen irgendwie zuschauen oder so. Selbst nach unten gucken, um die Tasten zu sehen, geht nicht. Ein durchaus schönes Stück. Klingt ein bisschen traurig. Ich finde. Tolles Schiff. Oh. In Schiff und stürmische See. Die Bilder, die hier hängen, die sind also wow. Also von der Stimmung her sind die alle klasse. Wie ich bis jetzt so gesehen habe. Echt cool. Gefällt mir. Muss ich schon sagen. Hier liegt nichts. Wenn die Uhr richtig geht, 10 nach 10 oder so in dieser Größenordnung. Das ist ein Bett. Falls ja, das ist ein Kinderbett, aber nicht benutzt. Wow.
So, oh, wieder so eine Glitcher-Szene. Sehr, sehr schön. Wirklich tolles, tolles Bild, also. Ja, Achtung. Den Vorhang können wir nicht aufziehen. Mit dem grauen Grammophon können wir auch nicht rumspielen. Ich gehe wieder. So, Ruß. Das war, oder das ist doch die Tochter, ne? Genau. Das ist von ihr ein Bild, wahrscheinlich eine Szene aus einer Kirche, die sie da gemalt hat. Da hat sie ein Bild gemalt, das sieht so aus, als wenn es da um einen Streit zwischen den Brüdern geht. Den das Mädchen beobachtet hat und halt in Form dieses Bildes dann verarbeitet hat, hier also für sich dann halt wieder entsprechend gemalt hat. Moment, Augenblick, was ist das? Irgend so ein Monster aus dem Meer, wahrscheinlich ein Märchenbuch, das sie liest. Auch hier, das Bett ist gemacht, aber das Ganze sieht hier wenig benutzt aus. Ja, also die Familie scheint immer noch nicht da zu sein. Ist das ein Bär, der ein Wildschwein trägt? Wow. Okay. Was haben wir hier? Das ist ein Hase. Lacht der oder was macht der da? Sieht so ein bisschen sehr wirr aus. Malutensilien, das sind wohl, wenn ich das richtig sehe, Wachsmalstifte, ja. Okay. Genug hier rumgestöbert, wir gehen wieder. Ich bin immer noch im Rätseln, was das hier sein soll. Das könnte ein kleines Kinderbett sein, irgendwie, ne? Also als Sofa oder so würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Denn hier, wie will man denn da sitzen? Ein erwachsener Mensch kann sich da auch nicht hinlegen oder so. Das ist ein bisschen sehr klein. Keine Ahnung. Vielleicht haben die ja noch einen Säugling. Ein Nachzügler oder so. Wow. Einfach nur wow. Toller Anblick. Kann ich anders sagen, also wirklich. Das sieht großartig aus. Okay, dann gehen wir doch rein. Moment. Ich schaue mich mal hier oben in aller Ruhe um, nämlich uns einfach mal die Zeit. Da komme ich nicht rein, der ist abgeschlossen. Ist vielleicht das Schlafzimmer der Eltern, möglicherweise, keine Ahnung. Sind das weitere Familienmitglieder, vielleicht Großvater und Großmutter? Also eventuell Vater und Mutter väterlicherseits oder so, keine Ahnung. Oder einfach nur irgendwelche Leute. Auch wieder ein sehr tolles Bild. Das können wir benutzen. Das ist ein Schlafzimmer von irgendjemanden. Haben die eine Angestellte, die vielleicht hier nächtigt? Oder ist das ein Gästezimmer? Könnte auch ein Gästezimmer sein. Oha. Königliche Familie. Ich gehe mal raus. Okay, damit sind wir hier oben soweit durch. Also das ist sowas wie ein
Wohnzimmer, so im weitesten Sinne, Esstisch mit dabei, also so Wohn-Esszimmer, so in der Richtung, würde ich mal so behaupten wollen. Kinderzimmer der Tochter, da geht es sehr wahrscheinlich zum Schlafraum der Eltern. Das andere wird wahrscheinlich ein Gästezimmer gewesen sein. Da war ja irgendwie vom Gästezimmer die Rede, das irgendwie nicht mehr so häufig benutzt wird. Hier ist noch was, aber das kann man nicht öffnen. Okay, da war die Küche. Ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Das war jetzt der Raum, wo wir uns... Nee, Quatsch. Das ist auch nochmal so ein Wohn... Das könnte wahrscheinlich der Wohnraum sein. Also oben Esszimmer nehme ich mal an und hier ist mehr so Wohnraum, so in der Richtung, ja. Das war der Raum, wo... Nee, das ist nur so ein Zwischenraum, irgendwie so ein Arbeitszimmer im weitesten Sinne. Und ja, das wäre wahrscheinlich am ehesten noch wahrscheinlich das Nähzimmer der Frau, könnte ich mir vorstellen. Zumindest hier mit den Nähutensilien und so. Ein Gästezimmer in dem Sinne wird das nicht sein, weil da hier ist ja nur ein Sofa. Und das Gästezimmer war das Zimmer, was wir da oben gesehen haben. Okay, soweit also mit den Räumlichkeiten. Sind wir jetzt mal so weit durch. Öffnen, hallo. Dann gehen wir mal raus. I just about given up on you ever waking up. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden. And she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit. Wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been thinking about that. I... So, ja, dann würde ich sagen, da wurde ja gerade gespeichert. Ich steige hier mal aus, in der Hoffnung, dass wir dann hier auch wieder einsteigen können. Wird sich herausstellen. Und sag jetzt mal vielen, vielen lieben Dank für eure Begleitung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und genießt die Zeit.